Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie heißt es? Let's Review A Quest for Heaven. Centaur. Interessant. Wow! Ich habe vergessen, dass ihr schießen könnt. Ich wollte gerne mal diese ausprobieren. Auch nur um zu gucken, wie stark die ist. Irgendwie wesentlich schlechter. Okay. Die ist wirklich wesentlich schlechter. Ich bleib bei der Energiewaffe. Haben wir gerade wirklich alles zerstört? Egal. Habe ich schon Hallo und Willkommen zurück gesagt? Ich glaube schon. Ja, das war schlecht, ich weiß. Ich glaube schon, dass ich nochmal begrüßt habe. Falls nicht, dann begrüße ich nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Review. A Quest for Heaven. Wir haben es geschafft, einige dieser Kreaturen in den Lagerräumen einzusperren, indem wir die Gitter heruntergelassen haben. Unglücklicherweise ist der Sicherheitsroboter jetzt auch dort eingesperrt. Schlechte Entscheidung. Ja, nun ist es geöffnet. Ey! Ihr solltet alle sterben. Wow. Bringt aber schön EP, muss man sagen. Wenn es etwas bringt, dann schön EP. Diese Lags, die ihr da seht, die habe ich übrigens auch. Also es läuft gerade bei 12 FPS, weil einfach mal hier viel zu viele Leichen existieren gerade. Oh, das ist uncool. Böses Spiel. Echt böses Spiel. Okay. Oh. Und je mehr Leichen, desto weniger FPS. Ah. Ich hoffe, hier so schnell wie möglich raus zu können. Oh Gott. Das ist ja unangenehm. Autsch. Okay, okay. Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Spiel wieder fängt? Nö. Okay, sobald ich hier bin, habe ich wirklich 5 FPS gerade. Es tut mir leid, aber ich muss es mit euch, ja, wie heißt es? Ich muss mit euch leiden. Oh, komm. Terminal. Kurze Notiz, Victor Mente. Diese Monster haben mich ziemlich übel zugerichtet. Wir waren nicht in der Lage, irgendjemanden zu retten, weil es niemanden gab, der noch normal war. Und jetzt sitze ich hier in der Falle. Zu weit weg von Operations. Mein Gott, was sind das für Dinger? Sie hämmern an die Tür. Wenigstens habe ich eine Waffe und kann diesem Horror ein Ende bereiten. Ich werde niemals zu einem von diesen Dingen werden. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö, okay. Wir waren nur hier, um den Schlüssel zu holen. Und dann sind wir auch so schnell wie möglich hier weg. Hilft es vielleicht, wenn ich hier wegrenne? Es sind wirklich zu viele. Ich meine, schaut euch das an. Da ist gerade sogar schon einer verschwunden. Ja, ich habe die Sprint-Mod installiert, damit wir halt hin und wieder mal ein bisschen schneller agieren können. Oh, so schnell wie möglich hier raus. Zu viele Tote. Was? Ja, das ist mir auch egal, ob da jetzt noch irgendwas ist. Oh. Viel angenehmer. Sehr viel angenehmer. Oh ja, schön. Okay, wir können zu Operations. Wir haben den Schlüssel zu Operations. Mein Gott. Ich meine, 17 FPS ist jetzt auch nicht das Schönste. Aber passt schon, ne?
Terminal Ops. Nicht möglich, Statusreport zu erstellen. Okay, dann nicht. Dann scheint es normale Terminals zu sein, die wir nicht benutzen müssen. Was haben wir hier? Ja, was nehme ich da? Nehme ich mit. Ja, ich nehme auch mal eine Stange Zigaretten mit. Kann man verkaufen. Später, irgendwann. Also ich privat, aber egal. Ja, da macht er hier eine Review und... lässt sich die ganzen Kronkorken einfach einspielen für seinen privaten Play. Oh, was für ein Arsch. Ja, ich weiß, aber lasst mich. Ich darf das. Ach komm, brechen wir auf. Können wir. Schlüssel für Transport. Ja. Level erhöht, na toll. Cunningham, Eintrag 1. Die Zustände verschlimmern sich zusehends. Arnold hat uns heute einen Überblick über diese Situation gegeben. Equipments ist verloren, genau wie die kompletten Gemeinschaftsräume. Laut dem Report von Dr. Keller scheinen Strahlenkrankheit und eine Art Virus an den zunehmend irrationalen Verhalten einiger Personen schuld zu sein. Dürfte der FEV-Virus sein. Also der FE-Virus. Die Situation in den Wohnbereichen hat sich ebenfalls verschlimmert. Die Mutation greift wie ein Buschfeuer um sich. Ich schätze, sie werden bald versuchen, die Türen dauerhaft zu versiegeln. Diese Dinger haben es irgendwie geschafft, die Türen wieder zu öffnen, nachdem sie einfach nur verriegelt wurden. Ich muss die Zugangsprotokolle von Operations in die Computerabteilung transferieren, nur für den Fall der Fälle. Eintrag 2. Ich habe zwei meiner Leute verloren. Baldwin meldet sich nicht aus dem Transportbüro zurück und ich habe den Kontakt zu Vasque in den Frauenwohnräumen verloren. Und ich kann die arme Frau nicht warnen. Stevenson hat zusammen mit Arnold und Keller entschieden, die Türen zu versiegeln. Verdammte Narren. Wir haben noch Leute da drin. Ja, nun sind es keine Leute mehr. Baldwin hält sich im Transportbüro auf, aber er weigert sich, herauszukommen. Er hat Angst vor der Strahlung, der verdammte Dummkopf. Nach der Rückkehr der Rettungsmannschaft wird wohl niemand mehr den Schlüssel für diese dunklen Tunnel benötigen. Arnold hat mich trotzdem angewiesen, den Schlüssel in meinem Schreibtisch einzuschließen. Wer weiß, vielleicht braucht ihn doch noch jemand. Noch einmal jemand. Oh nein, ich will da nicht nochmal rein. Ich habe die Zugangsprotokolle durch eins der Terminals in der Computerabteilung umgeleitet. Station 33 ALX. Vielleicht überleben wir ja doch noch lange genug, um die Situation zu stabilisieren und diese Türen wieder zu öffnen. In der Zwischenzeit werden wir uns in der Administration neu gruppieren. Verdammt! Arnold hat mich heute gefragt, ob Vasque irgendetwas Wichtiges in ihrem Besitz hatte. Ich hatte komplett vergessen, dass sie noch einen Schlüssel für die Administration bei sich trug. Ich kann nur hoffen, dass diese Kreaturen nicht in der Lage sind, eine Schlüsselkarte zu benutzen. Und wie ich das hoffe. Ja, das ist jetzt uncool, ne? Also, hast du toll gemacht. Energiewaffen hoch, weiter hin. Weil wir halt mit einer Energiewaffe rumrennen. Was nehmen wir denn? Den Entdecker, den mag ich immer ziemlich gerne. Heißt es, wir müssen noch... Okay, ja. Im Prinzip heißt es, wir müssen nochmal hier hoch. Dann, glaube ich, hier hin. Und jetzt in diesen Tunnel, richtig? Du bist der Hundesohn hier. Okay, dann sag ich das deiner Mama. Ah! Der Roboter! Ihr habt kein Recht zu leben. Wow! Das war uncool. War sehr uncool von dir. Ah, wenigstens läuft es jetzt bei 30 FPS. Guli! Hallihallo! Ah, toll. Kommen noch ein paar Ghule? Ja, natürlich. Autsch. Das war uncool. Ich will ehrlich gesagt nicht reingehen mit dieser Waffe. Wegen dem Fakt des Selbstverletzens. Das heißt, wir gehen mal mit der Waffe rein. Hallihallo. Du bist Geschichte. Du auch.
bleibst du da immer so dumm stehen? Komm doch rüber. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Kronkorken. Oh, hi. Wohl auch Geschichte. Macht Spaß, wenn sie sich nicht wehren können. Oder es zumindest versuchen. Aber allein der Versuch wird ihnen auch nicht helfen. Reddix nehme ich doch lieber nicht gerne. So, auf die Entfernung nehme ich lieber mein Dingsgewehr. Weil es einfach mal so viel angenehmer ist. Auch weil es Schaden über Zeit macht. Und gegen Leuchtende, ja doch. Ah, uncool. Okay, haben wir auch. Hey! Du überlebst das nicht. Das habe ich nicht gestattet. Wenn ich das auch nicht statte, dann tust du das auch nicht. Kapiert? Mein Gott. Wir können tragen. Also nehmen wir alles Mögliche mit, was irgendwie nützlich aussieht. Okay, haben wir auch soweit. Wow! Ihr wart gar nicht markiert. Ich kann euch gar nicht alle looten. Das würde viel zu lange dauern. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Schau mich nur so um. Was haben wir hier? Sollen wir noch weiter Verstecken spielen? Probier's. Okay, das wird lustig. Oh, schade, fast. Ein bisschen weiter. Bisschen weiter, mal schauen. Ach, komm schon. Hier? Ach, komm schon. Es war doch schon fast rum. Nein. Nein. Fast. Zu weit. Oh, ich hasse es an sehr schweren Schlössern. Ach, und jetzt funktioniert's. Ja, klar. Willst du mich eigentlich... Okay. Von mir aus. Wenn du nicht mit mir kämpfen willst, dann nicht. War nett zu wissen, dass du da bist, aber wenn du nicht kämpfen willst, nicht lieber verbarrikadiert haben möchtest, dann will ich dich dabei nicht stören. Idioten. Hard work is happy work. War es das? Nur das eine? Das bezweifle ich doch, oder? Ich muss doch da irgendwie hin. Ey, genau, ich wollte das EMP-Gewehr mal reparieren. Deswegen habe ich ja die Laser-Rifles mitgenommen. Idioten. Nachdem wir so hart gekämpft haben, um das Transportbüro zu erreichen, weigern sich einige von ihnen einfach, da rauszukommen. Vollidioten. Sie haben die Tür verrammelt und behaupten, sie wären da drin sicherer. Arme Irre. Immerhin ist es uns gelungen, ein paar Leute da rauszuholen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zurück. Bruce hat uns zurückbeordert. Also sind die Typen jetzt auf sich gestellt. Früher oder später kommen sie alle raus. Ich bin ja da, aber du irgendwie... Von mir kann man sich ein netter Versuch. So. Du hast dich verbarrikadiert. Ich würde gerne... Ah, da ist noch eine Tür. Okay. Vergiss, dass ich eigentlich gerne vorbeikommen würde. Obwohl, ich hätte eigentlich so oder so rein können, ne? Should. Cated. Healed. Should be healed. Okay, wir schauen mal weiter. Wir schauen nach Klammern. Da haben wir eine. Da haben wir eine. Und da haben wir eine. Kein Zugang, weil es ist Harold. Harold! Natürlich! Wer sonst? Also, wenn schon dann einer, dann Harold. Okay, den Raum werden wir in der nächsten Folge betreten, wenn es wieder heißt, Let's Review A Quest for Heaven. Also, bis dann!